eine Nachricht von Ma. Miles, wegen der gestohlenen Museumsstücke. Ich war am Abschlepphof und habe eine alte Telefonnummer auf dem Laster entdeckt, die du verfolgt hast. Ich bin vielleicht an was dran. Treffen wir uns zum Lunch im Park bei meinem Büro? Sandwiches gehen auf mich. Ich kann jeden Hinweis brauchen. Wenn wir den Laster nicht finden, muss das Museum dicht machen. Plus, es geht nichts über Sandwiches. Markus Erinnerungskristall! Ich hol ihn! Nicht meine Lieblingsroboter, aber was soll's. Ich sollte mein Hundeleckerlis mitnehmen. Ich will ja nicht angeben, aber ich hätte die besser programmiert. Oh je, wer bist denn du? Zur Gerichtsverhandlung des Jahrhunderts. Die Bürger von New York gegen Norman Osborn. Erinnert ihr euch an den Teufelsatem? Wie Bürgermeister Norman vor ein paar Jahren indirekt für die Vergiftung der Stadt verantwortlich war? Tja, seine Anwälte haben den Einzug der Gerechtigkeit schon wieder ausgebremst. Laut unserer Quelle vor Ort reichen sie lächerliche Anträge zur Verschleppung der Ermittlungen ein. Die ganze Nichts für ungeziefe Juristen unter euch. Aber irgendwann muss es mal gesagt werden. Fahrt zur Hölle, Anwälte. Na gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Was für Sammel, Spider-Man! Ich soll hier Letzte ausliefern. Wer will sie haben? Habt ihr mal durchgezählt, wie viele andere Worte wir für Geld verwenden? Knete, Zaster, Moneten, Kohle. Echt interessant. Also war die Telefonnummer auf dem beschlagnahmten Truck eine von vor 1970. Harlem 7 4321. Hatte der entkommene Truck die gleiche? Ja. Aber ich kann dir nicht ganz folgen. Vor den 70ern hatten Trucks keine Katalysatoren und waren schreckliche Dreckschleudern. Mein Büro hat eine Initiative gegen sie gestartet. Deshalb gibt es nur noch sehr wenige alte Trucks in der Gegend. Wenn wir sie nur irgendwie aufspüren könnten. Ich habe eine Idee. Gute Arbeit, Ma. Wir sind wieder im Geschäft. Wenn Ma mit diesen Lastern recht hat, haben sie vielleicht eine Spur hinterlassen. Ich
wünschte... Hey Miles, ich habe gehört, im Museum ist eine Gala mit zahlreichen Stars. Wenn ich die fehlenden Stücke finde, ja. Ich war noch nie bei einer Gala. Willst du hingehen? Ich dachte, du fragst nie. Was soll ich anziehen? Team Schwarz, schlichter Glam? Bro, ich muss mich konzentrieren. Klar, viel Glück. Ich kann nicht glauben, dass jemand sowas tut. Ich habe mich so auf die Ausstellung gefreut, auf das Museum. Ich stecke hier in einer misslichen Lage. Ich meine, Sie wissen, wie sehr mir der Schutz der Geschichte dieser Gemeinschaft am Herzen liegt. Ich weiß, und deshalb hoffe ich, dass Sie uns trotzdem weiter unterstützen. Okay, mal sehen, ob die Laster etwas hinterlassen haben. Spider-Man ist hier. Spider-Man, gibt's Neuigkeiten? Ich verfolge ein paar neue Spuren. Ich gebe Bescheid. Ich habe noch zu tun. Aber Sie wissen, was ich denke? Für mich geht es darum, die Geschichte zu bewahren. Um jeden Preis. Das sieht aus, als wäre es von einem prähistorischen Gangsterlaster. Ich rieche den Schwefel. Definitiv von einem alten Motor. Vielleicht kann ich es weiter isolieren. Um die Substanz zu identifizieren, muss ich die Verunreinigung beseitigen. Hey, Spider-Man. Wir wissen, dass du hilfst. Nur zu. Danke. Ich hab's. Aromatischer Kohlenwasserstoff. Das wäre nie durch einen Katalysator gelangt. Hey Ma, du hattest recht. Der Laster war alt und hat einen einzigartigen Schadstoff hinterlassen. Fantastico. Kannst du ihn aufspüren? Bin schon dabei. Ich habe plötzlich Hoffnung, dass wir tatsächlich alles finden, die Gala veranstalten und das Museum retten können. Wow. Eins nach dem anderen. Okay, ich weiß. Also, pass auf dich auf und sag Bescheid, was du findest. Schnitt macht mich schlank. Sorry, hab sie nicht gehört. Jedenfalls, wir haben geliefert, was wir hatten. Der Rest ist vom LKW gefallen. Dann findet es verdammt nochmal! Ich verstehe, Sir. Wir suchen weiter nach dem letzten Objekt. Er bescheißt uns. Ich hab's doch gesagt. Nein. Hm? Er wird bezahlen, wenn wir das Saxophon liefern. Ja, ich werde das Saxophon liefern. Ich glaube, du weißt wo. Beruhig dich schon, Idiot. Der Typ hat Kohle. Wir müssen ihn nur glücklich machen. Ich such diesen Typen und hol mir mein Geld. Du wirst den ganzen Deal ruinieren. Uns alle. Ich gehe mit ihm. Suchen wir ihn und verlangen unsere Kohle. Ihr habt echt keine Geduld. Da war was. Vielleicht er. Oh nein. Netze. Die Spinne! Aufgepasst! Hilf mir, bevor die Spinne zurückkommt! Hat niemand gesehen, oder? Komm, Spider-Man! Ich hab noch zu tun! Wir überraschen ihn! Hol dir einen Spider-Man! Habt ihr echt gedacht, ihr wärt mich losgeworden? Wie zum Teufel hat die Spinne uns gefunden? Ich mach nicht alle. Noch mehr Freunde? Dann mal los! Los, Leute, holt euch den Spider-Punk! Tut's weh! Er wird mich treffen! Erledigt ihn! Schlag zurück! Schlag zurück!
Okay. Das waren alle. Öffnen wir den Laster und holen uns die restlichen Museumsstücke. Leer? Sie müssen die Ladung bereits ihrem Boss übergeben haben. Alle Wege führen scheinbar zu diesem Typen. Klingt wie irgendein Handy. Okay, da draußen ist also noch was, das sie noch suchen. Ich habe den zweiten Laster gefunden, aber er war leer. Oh nein. Aber eins der Stücke haben sie verloren. Charlie Parkers Saxophon. Oh, Miles. Komm rüber zum CJ Walker Park. Okay. Wieso? Eine unserer Praktikantinnen hat jemanden über ein Saxophon reden hören. Zuerst habe ich ihr nicht geglaubt. Sie ist eine Art Bocchanchera. Also, wenn Sie das verloren haben, scheint Ihr Chef es unbedingt finden zu wollen. Das sollte er. Charlie Parker ist eine Legende. Dieses Saxophon ist unbezahlbar. Nach wem soll ich im Park suchen? Ich habe keinen Namen. Es hieß, ein Trompeter hätte davon gesprochen. Trompeter, alles klar. Danke, mi Aranita. Sag mir Bescheid, was passiert. Te quiero. Ich muss mich zuerst umziehen. Ich will das Festival nicht stören. Okay, wo ist jetzt dieser Trompeter? Hier sieht's viel besser aus als damals, als Fisk und seine Leute das Sagen hatten. Hey, Miles. Steph, was gibt's? Bist du mit Gloria hier? Nee, sie arbeitet. Ich bin gerade angekommen. Ich suche einen Trompeter. Hast du einen gesehen? Ja, Theo ist hier und spielt Trompete. Theo spielt Trompete? Mhm. Ich glaube, er war dort drüben beim Tor. Toll. Danke, Steph. Und grüß Gloria von mir. Das gehört sich immer. So laut wie die Gruppe. Gute Lautstärke-Dynamik sorgt für gute Beziehungsdynamik. Weiß man doch. Das habt ihr nicht gesagt. Ihr habt mich erfreut. Danke, Leute. Hi, Spider-Man. Hey, Miles. Theo, guter Sound. Ich wusste gar nicht, dass du Trompete spielst. So lala, so lala. Hey, ich wollte dich anrufen. Als ich vorhin bei Keynote Music war, brachten ein paar Kids ein Saxophon hin, das sie auf der Straße gefunden haben. Ich dachte, es könnte das aus dem Museum sein. Ich möchte niemandem Ärger bereiten. Sie hatten ja gute Absichten. Ja, das könnte gut sein. Meinst du Keynote auf der Cathedral? Ja, sprich mit Eugene. Danke, ich geh mal hin. Die Trompete klingt toll. Hey Mom, ich hab das Saxophon gefunden und hole es jetzt ab. Ay, bendito. Angela wird so erleichtert sein. Das könnte das Museum retten. Hey, wusstest du, dass Theo Trompete spielt? Und das ziemlich gut. Mit Publikum und so. Der ganze Park hat gefeiert. Genau darum ist das Museum so wichtig. Musik bereichert unsere Gemeinde und bringt uns zusammen. Spricht da meine Mutter oder Stadträtin Morales? Beides. Sei vorsichtig, Micho. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Hey, Spider-Man! Ich wollte es gerade in deiner App melden. Was ist dir passiert? Ein paar fiese Typen haben Eugene gerade weggezerrt. Da stimmt was nicht. Sie sind da lang. Danke, ich seh's mir an. Ich sollte mal nach Hinweisen scannen. Schleifspuren. Eugene wurde wohl hier langgeschleppt. Wir wissen, dass du das Saxophon irgendwo hast. Ich weiß echt nicht, wovon ihr redet. Komm schon, Mann! Sag uns, wo es ist! Mach's nicht unnötig schwer! Warum sollte ich Charlie Parkers Saxophon in meinem Laden haben? Das gehört ins Museum! Wir wissen, dass du das Saxophon hast. Sag uns, wo es ist. Ich schwör's bei meinem Leben. Ich hab's nicht. Vielleicht überlegst du es dir anders, wenn wir das Schmerzlevel aufdrehen.
Leute, wenn ihr ein Instrument lernen wollt, ihr habt sehr viel bessere Möglichkeiten. Das ist die Spinne! Robin! Oh Mann, hier kommt der Rest der Band. Danke, Spider-Man. Alles okay? Die paar blauen Flecken sind okay, solange ich noch die Schlüssel habe. Hier, mach den Kofferraum auf. Charlie Parkers Saxophon. Ja, das einzig wahre. Ich wollte es zurück ins Museum bringen, als diese Typen reinstürmten. Mit diesem Ding hat er sein Meisterwerk aufgenommen. Ornithology, 1946. Bist du Bird-Fan? Mein Vater war einer. Ich weiß nicht viel über alte Musik. Alt? Wenn man heutige MCs hört, die synkopierte Akzente nutzen, den Offbeat betonen und mit dem Rhythmus spielen, das ist nichts als Bebop. Nächstes Mal muss ich genauer hinhören. Ich bringe es sofort zurück ins Museum. Dann rufe ich meine Versicherung an. Okay, danke, Mann. Wenn ich doch nur an das Telefon rankäme, mit dem sie mit ihrem Drahtzieher kommuniziert haben. Wow. Alle Nullen zusammen ergeben das Wort Passwort als Passwort. Nur ein Mitternachtstreffen mit einem kriminellen Genie. Gar kein Ding.
ist das? Zeit, den Boss dieser Operation auszuschalten. Und die restlichen Museumsstücke zu finden. Heute habe ich die großartige und geniale Stadträtin Rio Morales bei mir, um über alles zu quatschen, was in letzter Zeit in Harlem los war. Schön, dass Sie da sind, Rio. Schön, wieder da zu sein, Danica. Also, es gibt Berichte über einen Raubüberfall in Harlem? Leider ja, aber das Harlem Cultural Center beherbergt Artefakte von resilienten, farbigen Musikern. Womit könnte man sie besser ehren, als ebenso resilient zu sein? Wir kommen wieder auf die Beine. Wenn ich etwas lebe, dann ist es Optimismus. Und Spider-Man war angeblich beteiligt? Was soll ich sagen? Kunstdiebe rechnen nicht mit Fälschungen. Oder mit Spider-Man. Sie sollten lernen, beides einzuplanen. Ja, oder? Spider-Man war also vor Ort. Das ist toll. Ob er wohl gut aussieht unter der Maske? Zumindest erzählt man sich das. New York wäre ohne ihn jedenfalls nicht dasselbe. Danke, Rio. Applaus für Rio Morales, die uns netterweise ihre Zeit geschenkt hat. Noch irgendwelche Ratschläge für unser Publikum? Wenn Sie Hilfe benötigen, bitten Sie einfach darum. Niemand von Bedeutung wird Sie verurteilen. Wow, hätte ich nicht besser gekonnt. Danica, Ende. Noch keiner da? Ich bleib noch, bis die Party beginnt. Sie wollten uns bei unserer letzten Lieferung bezahlen. Ihr werdet bezahlt, wenn alles geliefert ist. Wo ist es? Wo ist was? Louis sagte, ihr bringt das Saxophon. Louis, ja? Louis wurde von den Cops erwischt. Er hat kein Saxophon. Ihr habt das Treffen organisiert. Nein, haben wir nicht. Wo ist unser Geld? Wo ist das Saxophon? Darren? Der Gönner aus dem Museum? Mischen wir die Party auf, dann reden wir mit ihm. Ich sollte den ganzen Haufen einwickeln, bevor sie noch jemanden verletzen. Wir haben satt, dass wir nicht bezahlt werden. Wir arbeiten nicht gratis. Ich glaube, wir müssen zeigen, wie es uns geht. Mit unseren Fäusten. Hey, Moment mal. Wir hätten dir von vornherein... Das waren wohl alle. Gehen wir der Sache mit Darren auf den Grund. Ah, danke, Spider-Man. Ich versichere dir, es gibt eine vernünftige Erklärung. Das wirkt extrem zwielichtig. Warte, bis Stadträtin Morales hört, dass du darin verwickelt bist. Leon ist hier! Zeit, eine Spinne zu vernichten! Darren, bleib zurück!
ist erledigt! Darren? Soll das ein Scherz sein? Er war genau hier. Ich habe noch seine Nummer. Er muss in der Nähe sein. Die bösen Jungs jagen Darren. Das ist doch verständlich. Sie wollen hier Geld. Wer ist denn? Louis, bist du es? Darren, halt den Wagen ab! Spider-Man? Kannst du wenigstens die Typen hinter mir stoppen? Du wolltest die Sachen nicht zurückholen. Du hast von Anfang an hinter dem Raub gesteckt. Mir liegen diese Dinge am Herzen. Nein, du hast nur so getan. Und hast dann das Museum bestohlen. Und diesem Ort seine Geschichte. Das ist die Geschichte meiner Familie. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Es bin wohl nicht ich, der hier nicht versteht. Zuerst müssen die anderen Bösewichte weg. Wir müssen das stoppen und all diese Leute einbuchten. Auch Darren. Die Polizei ist gleich da. Ich muss zu Darren. Du bist noch da? Mein Vater war einer der erfolgreichsten Musikproduzenten aller Zeiten. Er war für die Hälfte der Künstler im Museum verantwortlich. Schön für ihn. Jetzt halt das Auto an und sag mir, wo die restlichen Stücke sind. Dann mal los. Warte nicht, Darren. Was? Zum Glück fiel mir an, was die Bremse ist. Sollte wohl bald mal den Führerschein machen. Nur, damit ich's verstehe. Das Gerede über die Unterstützung des Museums. Angelas Zeit, die du verschwendet hast. Die Fragen zum Betrieb und zur Sicherheit. Alles Lügen. Und das nur, um die Sammlung zu stehlen? Aber meine Familie... Nein. Ich bin sicher, du magst Musik. Aber diese Dinge gehören dir nicht. Sie gehören dieser Gemeinschaft. Na los, Sir. Sie sind verhaftet. Diese Veranstaltung wäre ohne unsere wunderbare Kuratorin Angela und die Gemeinschaft nicht möglich gewesen. Unsere Zusammenarbeit, um die gestohlenen Gegenstände zurückzuholen, war einfach nur fantastisch. Okay, okay. Danke für den Einladung und danke an unsere Stadträtin. Ich glaube, Abuela hatte ein Buch über sie. Du siehst mir zu Hause an. Rio wurde gewählt, um unserer Gemeinschaft zu helfen. Und ich würde sagen, das ist ein großer. Hat wohl alles geklappt. Das Museum ist spitze. Es gibt so viel Musik, die ich jetzt hören will. Nicht wahr? Richtig inspirierend. Wollen wir morgen mal frühstücken? Erzähle ich dir von meinen Musikideen. Na klar. Ich sehe mich jetzt noch etwas um. Miles, ist es hier nicht toll? Ich muss gestehen, dass ich noch nie hier war. Aber nachdem ich vom Raubüberfall hörte, wollte ich mal vorbeikommen. Angeblich hat sich der Typ ja eingeredet, dass das Zeug rechtmäßig ihm gehört. Verrückt, was manche Leute sich einreden können. Ich hoffe, ich kann das eines Tages auch von mir sagen.
Sie haben geholfen, das Saxophon zu finden? Ja, ich durfte es halten. Bird entlockte Wunder aus dem Metallteil. Mein Dad liebte Charlie Parker. Er wäre froh zu wissen, dass das Saxophon hier für alle zu sehen ist. Und sie womöglich zur Musik zurückführt. Musik ist Magie. Auf der Lennox Avenue im Dunkel der Nacht, vom Schein der Gaslaterne zutage gebracht, schwingt er von Haus zu Haus, schwingt er von Haus zu Haus. Der Text gefällt mir. Kunst und Musik können wirklich etwas bewirken. Wir hatten auf dich gehofft. Wow, deine Mom ist echt was Besonderes. Das ist sie. Kaum zu fassen, dass er sich als Spender ausgab und dann das Museum ausraubte. Gott sei Dank wurde er erwischt. Ganz genau. Das Zeug gehört hierher und nicht in das Penthouse eines Mannes, wo nur er es sehen kann. Es ist echt cool, wie manche Leute Musik machen und gleichzeitig die Welt retten. Angela, ich bin Miles, der Sohn von Stadträtin Morales. Miles, sie spricht die ganze Zeit von dir. Glückwunsch zur Ausstellung. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Dank deiner Mom und Spider-Man natürlich. Puh, dieses Viertel kann froh sein, die beiden zu haben. Hey, Miles, ich wollte mir mal das Saxophon an seinem rechtmäßigen Platz ansehen. Nur dank dir konnten wir das Saxophon wiederfinden. Ach nein, nicht wirklich. Das verdanken wir Spider-Man. Dem Typ, nicht der Katze. Naja, es war halt Teamarbeit. Rolle deinem Spider-Man mal die Ohren für mich. Mach ich. Beim Bebop zeigen die Musiker, was sie drauf haben. Eugene hatte recht. Das machen wir im Seas. Das muss genauer hin. Umsehen, bevor ich mit Marvin gehe. Danke euch allen. Herzlichen Dank. Angela erzählt, das Museum hat eine Rekordzahl an neuen Mitgliedern. Ernsthaft? Alles wird gut. Ich hätte es nicht geschafft, Marvin. Was, wenn wir uns nächstes Mal richtig zusammentun? Ich mit eigenem Anzug. Ma! Vielleicht was Glitzerndes. Ach, stopp. Hör auf. Hör auf. Denk nicht dran. Tanz mit mir. Bring mir Salsa.
Panic-Casters. Erinnert ihr euch an die Diebstähle im Harlem Cultural Center? Wie sich herausstellt, steckte Darren Shipman dahinter. Wenn euch der Name bekannt vorkommt, liegt das daran, dass er ein Multimillionär ist, dessen Name einfach überall prangt, weil sein Geld überall drin steckt. Heute haben wir eine ganz besondere Person zu Gast, die den angehenden Künstlern unter euch von spannenden neuen Möglichkeiten in Sachen verantwortungsvolle Kunst abholen kann. Begrüßt die bekannte Straßenkünstlerin und Leiterin der Cooper-Kunstkoalition, Hayley Cooper. Hi, Danica. Ich bin Genki Lee, Hayleys Übersetzer. Sie ist hier neben mir. Sie sagt, sie ist besorgt? Oh, aufgeregt. Sie freut sich, hier zu sein. Ich lerne noch. Fantastisch. Willkommen, ihr beiden. Also, hey, erzähl uns von deiner Koalition. Danke, Danica. Danke für die Übersetzung, Genki. Du machst das toll. Danke. Ich bin von Geburt an taub. Mit der Gebärdensprache habe ich mich anfangs schwer getan, also habe ich meine Gefühle gemalt. Ich habe durch Kunst kommuniziert. Das tue ich immer noch. Irgendwann habe ich eine Kopie von einem meiner Werke entdeckt, die zum Verkauf stand. Und es fühlte sich an, als würde ein Teil von mir gestohlen. Deshalb habe ich die Cooper Kunstkoalition gegründet. Eine Vereinigung, die New Yorker Künstler vor Diebstahl schützt. Das ist genial. Es ist höchste Zeit, dass sich jemand gegen diesen verdeckten Diebstahl wehrt. Kannst du uns mehr darüber sagen, wie die Koalition Künstler schützt? Wir passen aufeinander auf und achten darauf, dass wir keine Kopien sehen, wo keine sein sollten. Und wir haben digitale Aktivisten, die auf... Hey, ich habe was gefunden. Diese falschen Spider-Bots werden offenbar von Dritten angepinkt. Jemand anders verfolgt sie also? Genau. Ich muss nur herausfinden, wer. Alle weiteren Bots, immer her damit. Ich brauche so viele Daten wie möglich. Gut gemacht, Genki. Wir kommen der Sache langsam näher. Einfach, aber effektiv. So soll es sein.